Wir sind wieder in Mannheim unterwegs und wir testen für euch heute die Top 3 Eisdielen aus Mannheim. Wir haben das wieder anhand der Google-Bewertung gemacht und wir sind jetzt unterwegs zur ersten Eisdiele. Die erste Eisdiele, die wir besuchen, ist die Zeitgeist Eismanufaktur mit 4,7 Sternen in der Mehrfeldstraße und da gehen wir jetzt rein. Hallo, ich würde gern 3 Kugeln bestellen im Becher. Einmal Vanille, Schoko und deine Empfehlung. Was würdest du denn empfehlen? Maracuja, dann nehmen wir das doch. Ich bin der Christopher, Inhaber der Eismanufaktur Zeitgeist. Diese habe ich hier im Lindenhof 2015 gegründet und 2016 unsere zweite Filiale in Limburger Hof. Anfänglich haben wir unser Eis direkt hier im Laden im Hinterzimmer produziert. Da haben wir unser Eislabor gehabt. Das wurde dann mit steigender Beliebtheit schnell zu klein. Und aktuell haben wir unser Eislabor hier in derselben Straße im Lindenhof ein paar Häuser weiter. In unserem Sortiment sind weit über 150 verschiedene Eissorten. Allerdings haben wir in jeder Filiale pro Tag immer nur 13 gleichzeitig zum Verkauf. Unsere Klassiker Vanille, Schokolade, Erdbeer, Mango, Joghurt und eine Nusssorte gibt es quasi immer. Die anderen variieren. Von den 13 Sorten, die wir täglich haben, ist circa die Hälfte vegan. Und alle Sorten sind bei uns grundsätzlich glutenfrei. So, wir haben jetzt das erste Eis. Ich bin sehr ready. Wir werden jetzt essen und dann kommt die Bewertung. Kommen wir zur ersten Bewertung. Ich bin schon sehr zufrieden. Erster Punkt, die Auswahl an den Sorten. Würde ich sagen, die war relativ normal. Also wir hatten jetzt nichts komplett Exotisches. Die Sorte, die uns empfohlen wurde, war Maracuja, also was Fruchtiges. Und da kommen wir gleich zum zweiten Punkt, der Geschmack. Den fand ich sehr, sehr gut. Also Schoko und Maracuja hat mich extrem überzeugt. Vanille, kann ich euch sagen, Vanille ist normalerweise meine Lieblingssorte. Das kann ich relativ gut bewerten. Und da war ich, muss ich sagen, war ich ein bisschen enttäuscht. Also ich habe so ein bisschen Vanillegeschmack vermisst. Das war relativ leicht vom Geschmack her. Deswegen kriegen wir hier nicht die volle Punktzahl bei der Vanille. Aber Schoko und Maracuja war sehr, sehr gut. Dann kommen wir zum Preis-Leistungs-Verhältnis. 1,50 Euro die Kugel fand ich absolut fair. In der Stadt innen drin in Mannheim ist es auf jeden Fall noch teurer. Ich bin mal gespannt bei den anderen, wo wir da beim Preis landen. Aber da würde ich sagen, haben wir auch auf jeden Fall einen fairen Preis für die Qualität und für die Größe, was wir hier bekommen. Die Ausstattung der Eisdiele, ich finde es sehr, sehr schön eingerichtet und sehr schön gemacht. Ein kleines Manko gibt es aber, es gibt nicht wirklich Tische, an denen man essen kann. Also die Eisdiele ist eher eine Eisdiele to go, das heißt man nimmt sich dort. Es gibt ein paar Sitzmöglichkeiten, ein paar Bänke, aber nicht wirklich Tische, wo man bedient wird und wo man was bestellen kann. Das war's mit der ersten Eisdiele, weiter geht's zur nächsten. Wir sind jetzt bei der nächsten Eisdiele angekommen, hier in Rheinau. Wir sind beim Eiscafé Riviera und wir bestellen uns jetzt auch wieder die nächsten 3 Kugeln. Hallo! Ich hätte gern 3 Kugeln in der Waffel. Ah, nee, im Becher, Entschuldigung, im Becher. Ja. Einmal Vanille, einmal Stracciatella und Waldbeere. Danke, ciao, ciao. Kommen wir zur nächsten Bewertung. Wir beginnen wieder mit der Auswahl an Eissorten. Wir haben diesmal eine große Auswahl, auch an Eisbechern und an Kuchen und noch an Waffeln. Also hier haben wir auf jeden Fall eigentlich die volle Punktzahl, was die Auswahl angeht. Die Qualität vom Eis, also geschmacklich, auch gut, aber nicht besser als die erste Eisdiele Zeitgeist. Also da auf jeden Fall ein Punkt weniger. Beim Preis-Leistungs-Verhältnis sind wir eigentlich gleich. Wir haben auch wieder 1,50 Euro pro Kugel, was ich absolut fair finde. Und dann kommen wir wieder zur Eisdiele. Ich finde, die Eisdiele hat durch den Außenplatz auch hier einen kleinen Vorteil. Wir haben einige Plätze draußen und drinnen, ist relativ schön eingerichtet. Die Eisdiele ist auch sehr, sehr traditionsreich, also sie gibt es schon sehr lange. Also auf geht's zur nächsten. Wir sind bei der dritten Eisdiele angekommen, Eisdiele Sorrento im Herzen von Waldhof und wir holen uns jetzt das dritte Eis. Ich hätte gern 3 Kugeln im Becher bitte. Einmal Vanille, Schoko und Joghurt. Ich bin die Mafalda, die Inhaberin von Eis Sorrento. Uns gibt es seit 2008.
Wir stellen unsere Eis selbst ein in unser Eislabor. Und wie viele Kugeln verkaufen wir am Tag? Das kann ich wirklich nicht sagen, habe ich nie gezählt. Auf jeden Fall, ich weiß, dass das eine Menge Eiskugeln am Tag weggeht. Wir bieten über 33 Eissorten an. Natürlich auch veganes Eis und laktosefreies Eis. Vielen Dank. Das stimmt so. Danke. Ciao, ciao. Kommen wir zur finalen Bewertung. Wir fangen wieder an mit der Auswahl der Kugeln. Wir haben hier eine, würde ich sagen, normale Auswahl. Wir haben ein paar Eisbecher, aber nicht so viele wie bei Eisdiele 2. Kommen wir zum Punkt 2, der Geschmack. Hier würde ich die Eisdiele auf Platz 2 ranken. Also das war auch sehr, sehr gut. Preis-Leistungs-Verhältnis haben wir hier in dem Sinne das Beste, weil wir haben hier einen Preis von 1,20 Euro, also 30 Cent günstiger als die anderen im Vergleich. Dann kommen wir zum Ambiente. Ich finde es süß gemacht, aber nicht ganz so schön, sage ich mal, wie die anderen. Also hier auf jeden Fall, sage ich mal, Platz 3 im Ranking. Kommen wir zur finalen Bewertung. Ihr seht hier nochmal die einzelnen Eisdielen mit den Punkten. Ihr seht, wir haben einen geteilten ersten Platz und einen zweiten Platz. Ich muss aber dazu sagen, dass Zeitgeist vom Geschmack her, zumindest aus meiner Sicht, das beste Eis hatte. Und die anderen haben natürlich mit den anderen Sachen die Punkte geholt. Aber da das natürlich eine individuelle Bewertung ist, rate ich euch, testet einfach mal selber die Eisdielen, macht euren eigenen Eisdielen-Test und schreibt uns dann mal in die Kommentare, welche Eisdiele ihr persönlich am besten findet.